Unmittelbar nach der Landung in Paris begrüße ich hier im Mannschaftshotel Franck Ribéry zu einem kurzen Interview. Franck, wie ist das für dich? Du bist inzwischen in München heimisch, zurück in dem Land, in dem du geboren bist, in der Hauptstadt, ein wichtiges Champions-League-Spiel zu bestreiten. Du bist toll empfangen worden. Kaiser Franck, habe ich gehört. Was für ein Gefühl ist in dir? Na, ich freue mich, wenn ich bin immer zurück zu meinem Land. Diese Leute sind sehr nett. Aber ich glaube, wir haben ein sehr wichtiges Spiel morgen gegen Paris. Und wir müssen ein gutes Spiel machen. Was für ein Spiel erwartest du? Sehr offensiv, viele Tore. Was erwartest du? Zwei große Mannschaften, viele große Spieler und zwei Mannschaften, sie will viel attackieren. Sie will versuchen, viele Tore machen noch. Aber ich glaube, wir müssen Spiel frei auf Kopf und mit viel Charakter, viel Personalität auch. Und ich glaube, wir müssen keine Angst. Wir haben so eine super Mannschaft auch, viele gute Spieler. Und kann gewinnen in Paris Saint-Germain. Fällt morgen vielleicht schon eine Vorentscheidung über den Gruppensieg? Ich glaube nicht. Es gibt noch viele Spiele. Aber natürlich, wenn du kannst gewinnen morgen hier, das ist super. Euer Ziel, mindestens ein Punkt oder Sieg? Wir wollen gewinnen. Wir wollen drei Punkte. Und ich hoffe, es geht für morgen drei Punkte. Aber auch wenn du nimmst einen Punkt hier in Paris, das ist auch sehr positiv. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Franck. Dankeschön.